Hallihallo und willkommen zurück bei Fortress Craft the Wolf mit Andi. Hallo, grüß euch. Yep, und meiner Wenigkeit. So, wir haben uns was vorgenommen. Und zwar den Lageraufbau und wie wir die Rohre raufholen. Jawohl, genau. Ja. Ja, ich habe jetzt noch die Erze hinten nachgefüllt. Die Tibra hat ein Projekt gestartet. Ja, genau. Und wir waren fleißig, wir haben jetzt dazwischen gefarmt. Ich kann das kurz herzeigen bei mir. Ich habe 1300 Rohre. Ja, ich habe nur 356. Ja. Wir haben bis zum 10. Geschoss, das ist noch nicht ganz fertig, nach unten ausgehoben. Ich wollte da schon Kappen an dichten Boden machen, aber wir brauchen ja noch ein paar Geschosse. Aber das die kommen dann später. Ja, das wird offline auch passieren, weil das ist ein bisschen fahren. So, ich habe jetzt einmal alles, was ich konnte, in Storage Hopper investiert und habe 353 Storage Hopper. Ich habe 623. Da würde ich da was ins Lager legen, weil ich werde ja wenig Storage Hopper brauchen. Wie brauchst du dafür? Weil die Tibra wird die Lager dazwischen aufbauen. Genau. Ich werde mit dem Zinnlager anfangen, weil das werden wir richtig zu 300 Zinn bringen. Thank you. Ja. Dann fange ich da mal gleich an mit den Vertikalen. Ja. Ich habe hier einen Storage Hopper schon mal gesetzt, wo das Zinn raufkommt. Gehört auch auf die Decke. Ne? Nimmst du den einmal weg? Ja, stimmt. So, stimmt. Gehst du mal. Lass mir mal kurz die Leitungen. Ja, die hätte ich dann eh gesetzt, aber wurscht. Na, vertikalen mache ich. Ich habe relativ viel Rohre. Ah ja, die werden hier dann schneller rausgehen. Ja. Ich bin immer der Rohrverleger, genau. Ich werde mich dann kurz mal nach oben bauen. Männlicher Job. Der Rohrverleger. Super, ups, kommen wir jetzt dahinter. Wegen mir? Und da kommt ein Hopper hin. Yes. Da kommt das Kupfer rein, stimmt's? Ja. Ich werde das irgendwann auch mal beschriften. Okay, ich beschränke mich mal auf Zinn, Kupfer und was ist das dritte? Eisen, gell? Kommt da schon automatisch, genau. Auf die drei Sachen werde ich mich. Die Rohre bauen wir jetzt gleich mal für alles auf. Okay. Dass wir dann immer durch die Geschosse müssen. Okay. So, und das wird auch gleichzeitig der Endausbau sein für die Erzförderungen. Das heißt, da wird dann nichts mehr geändert. Ich gehe von da oben vom Hopper an der Decke entlang bis vor, wo es dann zu der Reihe kommt, wo der Schmelzofen ist. Ja. Alles klar. Die Idee dahinter ist, dass wir, wenn wir da oben entlang fahren und dann jeweils zu dieser Schmelzofen, das kann ich da während die Tibra da schon beginnt, einmal kurz herzeigen. Also da würde dann diese Reihe, was die Tibra da gerade anfängt zum Bauen, geht da bis nach vor und da rennt praktisch das Zinn rein. Man sieht schon, wenn ich mich da bewege, dann muss ich da immer über diese Leitungen drüber. Und wir werden das so aufbauen von der Decke nach unten und lassen da immer die letzten zwei frei. Und damit kann man sich da herunten bewegen, ohne dass man da ständig so, genau so ist es, hin und her hoppelt, wie es bei mir gerade ist. Ja, und die Tibra zieht das da jetzt nach unten, also südwärts. Eben genau bis zu der Reihe da, wo das Zinn jetzt schon läuft. Und beginnt dann da an der Decke entlang nach vor zu gehen und vorne runter zum, genau, Schmelzofen. Geht also am Boden wird das wegfallen, da werden wir einfach, genau, da durchlaufen. Ja. Also man kann außer da, wobei bei den Schmelzofen könnte man auch noch überlegen, ob man die nicht ein bisschen weiter nach Westen verlegen, also wenn man so davor steht nach links. Ich werde da das Zinn einmal kappen, damit das leer läuft, gell, dass es wegnehmen, ja, kann. Weil dann hätte man nämlich den Vorteil, ja, oder locken oder so. Na, ich habe jetzt einmal das Rohr gekappt. Dann hätte man nämlich den Vorteil, dass man da den Gang auch komplett frei hat zum Tor im Norden. Das stimmt eigentlich. Wenn man die Schmelzöfen ein bisschen rüber verlegen, ungefähr da, wo zum Beispiel die Strebe ist, könnte man es herbauen. Weil wir haben ja dann eh die Lager unten, wir brauchen, stimmt, ja da dann nicht mehr so das viel, okay, Storage Hoppers. Dass wir die Schmelzöfen da noch herholen. Das heißt, ich hole die ganze Anlage mit den
die zählen hier noch vor auf die Strecke. Genau, genau. Gut, ich lass mal schmelzen. Ich werde mal die Reihe hinten aufbauen. Ich baue dir dann da die Kohleanreicherung auf. Ja, bitte. Weil das würde ja auch ein bisschen verändern, als bis jetzt. Das brauche ich okay. Einmal auf alle Fälle Richtung Rohre. Okay, ich werde Zinn, Kupfer und Eisen werde ich jetzt mal kurz kappen. Mhm. So, wie viel haben wir jetzt? Wir haben da 3, 5, dann bauen wir da 6, 7, 8, 9, 10. Die 10 würde ich sagen, bauen wir mal auf. Mhm. Ja, das sind genug Rohre, die was da. Du musst dir dann noch aus der Tiefe die anderen holen. Richtig, ja. Rohren. Also es ist... Also wenn möglich, wenn du es nicht unbedingt brauchst, wegen den Verbindungen, dann harten Maschinenblock nehme ich dann jetzt raus. Okay. Außer die gingen die Rohre dazwischen aus. Weil ich glaube, ich werde relativ viel Rohre dann trotzdem noch brauchen, bis ich unten bin. Mhm. Kannst du mir die Kohleanreicherung vielleicht gleich umbauen? Dann ziehe ich das erstmöglichst hier noch vor. Die Schmelze, meinst du? Ja, genau. Ja, machen wir gleich. Ein paar muss ich ja dann händisch reinnehmen. Ja, dann werde ich unten das Lager auch gleich anders aufbauen. Ja, und was auch noch passieren wird, wir werden die Kohleanreicherung noch einmal um eine Anreicherung verstärken. Das haben wir mittlerweile gelernt, also das ist vielleicht dann eine wichtige Info, wir werden wieder mehrere Projekte durchlaufen lassen während dem Farmen. So, jetzt schaue ich kurz, ob die Pfeile da alle in die richtige Richtung schauen. Ja, ich bin auch dabei. Man sitzt zwar dann eh sofort, wenn es nicht durchläuft. Ja, passt. Und man kann die angereicherte Kohle nochmal verdichten mit Crystal Deposit, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Das werden wir dann da unten auch noch dazu bauen. Also ihr merkt schon, jetzt gibt es relativ viele Projekte, die wir gemeinsam in den Folgen machen werden. Ja. Jetzt kommen endlich einmal die spannenden Sachen noch. Ja, stimmt. Ja, und das weniger spektakuläre passiert eh. Wie die Schoße ausheben. Jo. Das ist so richtig zum Kopf leer bekommen nach der Arbeit. Ja, stimmt. So. Leicht stupide Arbeit. Da kann man eben bei dann toll krank Let's Plays schauen oder Serien. Ja, genau, Serien. Weniger anspruchsvolle halt. Walking Dead würde ich da nicht nebenbei schauen. Das ist ein bisschen. Ja, da will ich dabei sein mit dem Kopf. Ja. Ja, wir haben auch ein neues Game für uns entdeckt. Wir haben ein neues Game für uns entdeckt. Ja, das animiert das so richtig. Okay. Ja, ja, dann erzähl mal. Payday. Ja, ist... jeden Tag ein Banküberfall, das hat schon was. Well, bei Steam und ist es, glaube ich, noch bis Ende des Wochenends, glaube ich. Bin mir jetzt gar nicht sicher. In Aktion. Mhm. Um sensationellen Preis. 4,99. Ja, da kann man sich so richtig abreagieren. So, da bleibe ich mal stehen mit den Rohren. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mir nicht zu viele Baustellen da aufmache. Bei der angereicherten Kohle. Weil nicht, dass man dann irgendwo ausläuft. Ja, unten bei der angereicherten Kohle werde ich auch noch alles ersetzen durch Rohre, die ganzen Förderbänder. Beziehungsweise die wollten wir ja, oder wolltest du auch umbauen, ne? Was? Was wollt ihr umbauen? Die angereicherte Kohle, das ganze System da unten. Ach so, ja, ja, ja. Da, irgendwas hast du angedeutet und daher habe ich noch nichts weiter gemacht. Okay. So, das kann ich wegnehmen.
Warte mal. Und ja, den da. Hm. Das nehme ich weg. Dann machen wir das. So, ich schau mal kurz. Ob ich vorne was rausnehmen muss, sonst läuft nichts mehr. Nehmen wir da mal Bahn raus. Ja, ja, nehmen wir. Ziehen und so wahrscheinlich, ne? Ja. Voll laufen. Genau. Was, gut, das werden wir dann auch an der Decke bauen, oder? Das was? Das? Die Bahn. Achso, die Bahn, ja, die kommen dann auch irgendwann auf die Decke, aber das wird dann ein zweiter Step. Jetzt konzentrieren wir uns einmal rein auf die. Warum zeigt er mir da keine Richtungen auf denen? Spannend. Bin ich da zu weit weg, oder? Wo denn? Ja, ich hab da gerade an der Decke was gebaut. Die ersten Rohre. Jetzt sehe ich. Sind natürlich genau falsch rum. Ja, und da laufen sie jetzt doch schon. Kann man ja schön drehen und wenden, ne? So, das läuft wieder. So. Gut, gut, gut. Da kann ich auch schon wieder was mitnehmen. Dann lege ich gleich das Kupfer. So, dann würde ich einmal sagen, ich muss jetzt schnell mal darauf, dass die da oben nicht auslaufen. Achso, für die Verteidigung. Und zwar müsste ich, wenn ich das richtig sehe, müsste ich da jetzt hochkommen. Ja, genau. Da kommen wir jetzt hoch. So, umdrehen. Wie machen wir das jetzt? Der Rohr einsetzt, dann würde der auch reinliefern und dann kann uns das irgendwann einmal auslaufen. Wir wollen aber, dass nur von da Kohle genommen wird. Probieren wir es einmal, wenn wir da einen draufsetzen, was da passiert. Ja, das schaut gut aus. Am Dach und baue da, weil ja die angereicherte Kohle jetzt da einen Block seitlicher raufkommt, dass der Kreislauf da wieder eingehalten wird. Alles klar. Ah ja, die Stiege könnte ich auch außerhalb. Ich glaube, es läuft. Hochziehen. Das müsste passen, was ich da jetzt gebaut habe. Jetzt haben wir nur einen Schönheitsfehler noch. Den Block da drinnen. Den Block da drinnen und den werden wir jetzt rausnehmen. Und den lassen wir, gehst du da mal kurz weg, bitte. Ja. Den Insekten, also den Sritradius so wegnehmen und den, das Power Storage. Ich würde gerne mal ein paar Solarzellen bauen und hier oben auf die Energiezellen anbringen. Wäre das was? Ja, du musst nur aufpassen, dass da jetzt da kein Material
Achso, verbauert ist, was man auch noch braucht. Was brauchst du? Gut. Ich will das mal nachschauen, was ich da brauche. Und die Stiege hier weiterziehen aufs Dachgeschoss. Hm? So, gut. Also da sollte wieder alles passen, da oben. Solarzellen-Energy. Da ist es. Ah ja, und deine Stiege, genau. Da haben wir ja auch gesagt, die kommt weg die, dann. Für die Solarzellen, Solarpanel, Organic Solarpanel. So, und jetzt bauen wir das dann neu auf. K2 Solarpanel. Was ist denn das? Crystal Block. Gut, das nehmen wir mal nicht. Brauche ich Crystal Deposit? So, jetzt bauen wir sich da ein paar Provisorien rauf. Crystal Deposit ist zu wenig. Was wird jetzt da? Na, ich hab 27.000 Punkte. Okay, ich habe auch, glaube ich, ein paar tausend. Ja, 6.890. Passt. Bauen wir mal 5. Lithium, Gold und Eisen braucht es. Ist irgendwas davon Mangelware? Lithium, Gold und Eisen. Eisen. Brauchst du für die Storage Hopper und brauchen wir für die Rohre. Okay. Davon nicht so viel. Da braucht man die. Das lässt halt einfach weg. Okay, Teampanzer. Genau, und für die Organic Solar Panel brauche ich nämlich da jetzt das Liquid Resin. Ja, sollte schön. Einiges drinnen sein. Und ich glaube, da werden wir auch eine Leitung, glaube ich, bauen dafür. Dann. Genau, ich bin eh unten im Geschoss, wo es gerade rüberkommt. Sehr gut. Beim Ausheben. Sehr gut. So, dann holen wir uns das Liquid. Wo ist es denn? Ah ja, das brauche ich. So ja, groß ist das andere aber nicht. Ja, ich werde es nicht bauen können. Was denn? Mir fehlen nämlich so Kitinpanzer. Für die Organic Panel. Ja, Organic Panel, wir haben noch nie Organic gebaut. Ich gebe sehr viel aus Organic, nur du kriegst einfach zu wenig die organischen Teile, dass wir die verwenden. Okay. Immer die Industrievariante. Ah, schön verschmutzen, sehr fein. Richtig. Bleiben wir bei der Sache. Fest mit Kohle heizen und. Ja, wie es der Mensch am besten kann. Genau. Wurde uns in die Wiege gelegt. Also. Quasi, ja. Schauen wir mal, ob die aufgehen jetzt. Ich werde mal innen ein paar setzen. Jo, gut. Was heißt hier? Geht das auch auf? Ja, es geht auf. Schön. So, und damit haben wir da die angereicherte Kohle fertig. Und jetzt müssen wir da einen cool. Messen wir uns aus. Storage Hopper draufsetzen. Super. So. Und die Kohle rein. So. Einen habe ich noch. Und der kommt da drauf. So, warten wir, bis sich das als Rohr da füllt. Ja, das sind die Solarpanels. Würde mich interessieren, was die bringen. Ja, 88% ausgelastet, 87. Cool. Dann schauen wir weiter. Die Stiege. Wie schaut's aus in der Zeit? Sehr gut. Sehr gut. Okay, irgendwie sind da die Straßen im Weg, dass die Stiege weiterziehen. Was für eine Straße? Diese eine Produktionsstraße, schau mal. Ja, wegnehmen. Die sind ja eh nur provisorisch da, die kannst du hinsetzen, wo du willst. Also nur, dass wir diese Materialien bauen können. Das
jetzt von da praktisch raus. So. Sehr schön, sehr schön. So, und da wird dann die Tibra, die Schmelzöfenanlage, die was da jetzt in der Mitte steht, da hersetzen. Also ja, die angereicherte Kohle habe ich dann mal so weit aufgebaut, dass sie mal da oben steht. Jetzt müssen wir kurz runter ins Kohlelager, weil da unten ist sie nicht angehängt, dass jetzt die angereicherte Kohle von da unten auch rein transportiert wird. Und das ist jetzt mal das kurz an. Förderstrecken, die wir da haben. Ah, ich sehe schon. Genau. Da müssen wir die Stützen wegnehmen. Gott sei Dank wirkt er hier die Schwerkraft weniger oder kaum. Sehr wenig bis gar nicht. Ja, höchstens wenn wir vergessen, den Lift zu holen und dann runterplumpsen oder daneben steigen, dann setzt die Schwerkraft ein. Genau. Schwerkraft gilt nur für uns. Genau, ist Statik ja, null und nichtig. So. Genau, das ist mir nicht eingefallen, Statik. Ja, Statik. Spielt da wenig Rolle. So, jetzt bauen wir da diesen Block auf. Fällt mir. Da mal hoch. Ich bin fast oben. Das geht sich schön, denke ich, aus. Bis zur nächsten Strebe. Gut, dann haben wir das. Jetzt die Rohre dran. Ja. Es war Tibras Ansage. Oh, ja, sind wir schon wieder soweit. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind da ganz fürchterlich und schwer am Werken. Und wenn ihr wissen wollt, was weitergeht und der Aufbau weiter folgt, dann schaut wieder rein bei Anton und Tibra und Fortress Craft Evolved. Ciao!